Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, seit der letzten Folge ist eigentlich so gut wie nichts passiert. also es ist auch nichts passiert. Ich habe weder was laufen lassen noch irgendwas überarbeitet. Als ob ich dafür aktuell leider die Zeit hätte. Das Band ist aber leider leer, bedeutet die Wasserproduktion hier steht so halb. Aber wir haben ja genug Backup drin. Bedeutet, wir müssen nur warten, bis die Kohle hier wieder reintrifft. Ich würde ja gerne irgendwie die Kohle von hier nach da schaffen. Ich glaube, ich habe mir hier relativ alles zugebaut. natürlich hat Roe, ich hoffe immer noch, dass sie nicht richtig ausspricht. Es tut mir echt leid, wenn ich es falsch mache. Wieder ein, zwei Sachen geschrieben. Vor allem freut er sich darüber, dass ich eine Wasserversorgung habe. Könntest du ja mal darüber nachdenken, zwei Frachthafen zu bauen. Das war eine Sache, dass wir das Holz hier wegkriegen. Wäre die Überlegung, das Holz nach hier drüben zu lagern. Die ist gar nicht doof. Ich würde das gerne hierhin machen. Irgendwie. Jetzt ist die Sache, hier ist ja überall so Schotter. Weißt du, ich will ja die Ecke hier noch ausbauen. Haben wir das schon im Plan drin, so komplett schütten? Ne, wir haben erst ein Stück davon. Hier vorne würde ich ja überlegen, wie weit darf ich eigentlich schütten? Ungültige Position. Also bis hierhin darf ich schütten. Wäre doch eigentlich schön, wenn wir bis hierhin aufschütten könnten für die Produktionslinie. Beziehungsweise wir baggern ja eh hier hinten erstmal den Kupfer raus und dann schütten wir das wieder auf und dann können wir nach hinten rein theoretisch erweitern. Aber ich hätte halt irgendwie gedacht, dass man hier... Das könnten wir vielleicht mal in Planung geben. Ich würde gerne... den Hafen hier hinsetzen. Das ist wahrscheinlich noch ein relativ großer Aufwand. Grund, es wird so die Kante. Also kann euch wenigstens von der Seite ins System einfliegen, einfach anfangen. Ich weiß nicht, wie breit ich werde, deswegen würde ich einfach sagen, Kante hier und dann kommt hier ein Laufband durch. Also du läufst nicht drauf, aber das Zeug läuft drauf. Dann können wir das Holz verschieben und brauchen nicht extra LKWs. Denke daran, auch das fruchtbares Land nur durch Erde kommt beim Verkippen. Jetzt hat meine Frage. Kann ich nicht einfach drauf scheißen, wenn ich jetzt eh aktuell... Mache ich es schon? Nee, ich glaube nicht, ne? Mein Plan wäre ja, wo war es denn? Ene Menu. Gewächshäuser würde ich gerne bauen hier. Die kosten wahrscheinlich viel Zeug. Konstruktionsteil 3, kein Problem. Glas aktuell noch ein Problem, aber das werden wir hoffentlich bis dahin gelöst haben. Aber ich würde halt gerne Gewächshäuser verwenden, weil die brauchen doch wahrscheinlich kein fruchtbares Land, oder? Oder müsste ich die auch wieder auf fruchtbaren Land bauen, weil dann habe ich verkackt. Ich gebe mittlerweile die Erde überall hin. Dann müsste ich einen eigenen Abkipppunkt nur für Erde machen. Dass ich das wieder verwenden kann. Und ich glaube, das wäre seit Ewigkeiten keine schlechte Idee gewesen. Genau. Das hier unten ist Abgasfiltration. Genau. Und was wir auch machen können, aktuell haben wir 42 Moller zu stopfen. Ich würde es noch laufen lassen, aber später schalten wir es dann hier aus. Wachstumspause. Das sollte dann hoffentlich uns ein bisschen Unterstützung geben. Habe ich euch zu wenig LKWs zugewiesen? Ah, nee. Ihr seid schon wieder... Oh. Ich sollte echt mehr zuweisen, ne? So, wir lassen es jetzt erstmal auf der Höhe. Und baggern hier so ein bisschen raus. Aber der Bereich, wo wir wissen, dass was ist, wird erstmal ausgekippt. So. Wir cutten hier erstmal überall rein. Oh, ich darf nicht vergessen, dass ich hier sonst keinen Aufweg mehr habe, ne? Es wäre blöd, wenn ich mir den verkacken würde irgendwann. Aber jetzt lassen wir erstmal die mit ihrer Kohle arbeiten, weil... Genau, jetzt ist ja die Sache. Ich müsste die Erde eigentlich wohin kippen, ne? Weil aktuell... ja, okay, das wird schon funktionieren. Gut.
Hier schaut es soweit auch gut aus. Den könnte ich mal wieder ausschalten. Gibt es nicht irgendwie so eine Logik, wenn Bumm voll, dann aktivier das? Das wäre ein cooles Add-on, wenn man so eine Logistik oder so ein Rechenzentrum machen könnte. Und dann so Netzwerktürmchen, die in einem bestimmten Reich Funkfrequenzen übertragen können oder sowas. Und dann sagen können, okay, hey, du wirst aktiviert, wenn das hier einen Sensor voll hat. Und musst für ein Sensor-Upgrade oder sowas zahlen. Also meine Idee. Ich fände es cool. So wirklich zu sagen, yo, das war's. Aber wir müssen die Säure erstmal loswerden. Und die Säure kann ich ja zum Verbessern von manchen Sachen verwenden. Ich kann es auch ins Meer kippen, aber ich glaube, das ist nicht gut für die Fischchen. Hier zum Beispiel für den Mischer. Da mache ich für den Mischer. Fürs Mischglas zum Beispiel. Dafür brauche ich auch noch Salz. Kalkstein. Und Sand. Das habe ich alles drüben. Bedeutet, ich müsste rein theoretisch das rüberschiffen. Ich glaube, das wäre das Einfachste. In dem Fall. Und ich sollte vielleicht mal jemanden wieder in die Kalksteinmine schicken, weil doch die letzten Aktionen ist natürlich hier viel passiert. Okay, ich quassel wieder zu viel. Zurück zum Thema. Hier, unreines Kupfer. Ah, hatten wir da nicht letztens die Sache? Oder nimmt der dann bloß, warte mal. Habe ich das letztes Mal so ein bisschen falsch verstanden? Ah, ich kann das gegen Säure... Oh, warte mal, dann verbrauche ich weniger Wasser. That's ja genius. Wie zurück kann ich denn dann das Kabel cutten? So. Oh, wait, what? Ne, warte mal, wir tun einfach mal das Ganze weg. So. Wir stellen dich um auf... Ne, Säure, das passt schon. Und dann, wenn das hoffentlich mal alles weg ist. Dankeschön. Nehmen wir Rohrleitung. Nein. Falsch. Falscher Anschluss. Bitte versuchen Sie es unter einer anderen Nummer. Kann ich denn einfach von hier? Dann schließen wir das schnell an. Dann fließt hier die Säure durch. Und das verbessert... Oh ja, das verbessert den Umsatz um einiges. Das macht... Ja... 4,5 Platten aus. Ah, 4,5 Platten sind am Ende halt auch 4,5 Platten, ne? Beziehungsweise bei unserem Setup sind es 9 Platten. Die 9 Platten können zwischen zu viel oder zu wenig entscheiden, obwohl mittlerweile unser Lagerboom voll ist. Bedeutet, die Säure wird auch nicht mehr verbraucht. was auch Rowe gesagt... Roan? Darf ich Roan sagen? Oder Rowe? Ich bin mir da nie sicher, wie ich sagen soll. Ich fühle mich immer schlecht, weil ich das Gefühl habe, ich spreche es falsch aus. Ich kann... Irgendwo Mischglas tauschen. Glas kaufen. Jetzt ist die Frage, wo? Oh, hier. Benötigt mindestens einen Ruf. Fracht ausliefern. Fährt jetzt mein Schiff los? Oder muss ich... Ja, fährt los. Cool. Dann können wir den ersten Level erreichen und dann können wir Glas kaufen. Geile Idee. Bedeutet, wir können die ersten Maschinen upgraden. Was brauche ich denn hier? Hier brauche ich... Ah, hier brauche ich die Stufe. Habe ich die jetzt mittlerweile eigentlich schon in Produktion? Nee, ne? Ich glaube nicht. Kann ich die kaufen auch? So, by the way, in dem Lager? Besuchen? Oder wo fährt denn der hin? Solltest du nicht hier runter? So irgendwie hier hin? Ah, guck mal, Hühnchen! Habe ich gerade aussehen das Falsche ausgeliefert oder liefert der mehr Sachen aus? Holt der... Repariert er das Schiff gerade? Habe ich ihm nicht gesagt, eigentlich, er soll hier hinschippern? Schiff, hast du einen Schaden? Ich glaube, du hast einen großen Schaden. Verbessert unseren Ruf auf Stufe 2. Ist, glaube ich, auch nicht schlecht, ne? Hätte ich auch gerne die Fracht ausgeliefert.
Fordern Sie unser Schiff an, das zu besuchen. Kannst du bitte hier die Fracht ausliefern? Ich glaube, das Schiff hat langsam so hast einen Schaden. Genau, hier habe ich eine Kohlemine. Bedeutet, ich könnte Kohle importieren. Beschädigtes Frachtschiff, 240 Eisen. Jetzt fährt es wieder zurück, oder? I did a stupid thing. Du weißt es doch, wo ich hin wollte, ne? Ruf 0. Danach kann ich ein bisschen Glas kaufen. Ich brauche trotzdem dann noch. Cool. Was wäre die nächste Ding? Schiffsmodule. 8 Module. Okay. Ich kann Zement gegen Kohle tauschen. 1080. Jo, ist klar. Geschätzte Produktionskosten. Aber gegen Kupfererz. Ist natürlich schon wieder was High-Technology-mäßig. Wir müssen mal gucken, wie wir diese neuartigen Fahrzeugteile produzieren können. Fahrzeugteile plus Stahl plus Glas macht Fahrzeugteile. Er ist wieder da. Schiffsdock ist voll. Was ist denn da? Oh. Was ist denn hier passiert? Bitte versuchen, leer zu halten. Dankeschön. Ich würde gerne gucken, dass du... Ach komm, wir tun mal beim Alten. Bitte schnell schauen, dass wir die... unsere Meinung erhöhen. Gut, irgendwo produziere ich ja Maschinenteile. Richtig. Also irgendwo... habe ich sie produziert. Okay. Backtracing. Was habe ich vergessen zu machen? Fahrzeugteile herstellen. Eisen, Maschinenteile und Elektronik. Macht Maschinenteile. Bedeutet, ich kann hier riesige Menschenmassen. Genau. Herstellen. Riesige Massen herstellen. Bedeutet, ich brauche Eisen. Was sollte hier durchlaufen? Maschinenteile. Es kommen keine Maschinenteile aktuell mehr, weil ich irgendwas verkackt habe. Ich habe so die Vermutung, dass unsere Eisenmine aktuell sehr unproduktiv leider läuft. Und das ist nicht gut. Ja, wir sind relativ unterproduktiv unterwegs. Ja, okay, ich muss halt größere Bagger mittlerweile machen, ne? Das ist... ist leider so. Ich bin gerade beim Überlegen, ob wir das nicht kurzzeitig wirklich nur so auf dem offenen Trip machen. Danach bauen wir es um. Warum kriege ich auf einmal die Info, dass die Lade vor... What? Habt ihr jetzt neue Sachen oder bessere Sachen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Es schaut nämlich nicht so aus. Oder haben sie einfach die Werte verbessert? Ich hätte aufpassen sollen, ne? Warum passe ich nicht auf? Ah ja, weil ich dumm bin. Wer kann ich denn erforschen? Hier unten kann ich bestimmt noch irgendwas erforschen. Du hier? Nee. Muss ich Hunde werden. Nicht genug Kraftstoff. Bist du leer? Nee, du bist bumm voll. Abpumpen. Alter, jetzt kommt wieder ein bisschen was. Jetzt kommt auch wieder ein bisschen Stahl nach. Und da wird... Oh, Stahl. Sind diese Stahlteile drauf? Ja. Der schaut immer noch cool aus. Wie schaut es eigentlich hier aus? Ah, hier tue ich... Stimmt, Diesel herstellen. Der Kompost wird auch irgendwann abgekippt. Kann man aus Kompost... Weil ist doch rein theoretisch... Dünger. Und Kompost kann ich auf einer Fläche verteilen. Kann Kompost nicht auch guter Boden werden, rein theoretisch? Weil es ist, also, wenn man es jetzt aus der realistischen Sicht sieht, nimmst du ja Kompost, um deine Sachen zu düngen. Beziehungsweise ist der Kompost
quasi die Umsetzung von naturellen Stoffen wie Abfällen und alten Äpfeln, alten weiß auch immer was, was dann sich zur Erde langsam wieder umwandelt. Rein theoretisch wäre das auch mit Kompost dasselbe dann hier, oder? Oder habe ich gerade einen vollkommen Denkfehler? Ich weiß es nicht. So, jetzt mit 100 Mitarbeitern, du, da denke ich mal, machen wir eine Wachstumspause. Stopp, aus, pfui, ich habe gesagt, deaktivieren Sie natürlich ein Bevölkerungswachstum. Habe ich irgendeinen chemischen an? Nee, ich glaube nicht. Gut, wir machen das jetzt echt mal wirklich kurz so. Einfach nur, weil ich gerne die Teile hätte. Elektrisch. Die bauen wir, wie gesagt, keine Sorge, ich baue das wieder weg. Ich will aktuell nur zwei so schräg hier stehen haben. Mit zwei schönen Legerchen. Und ein wenigstens ein bisschen flachen Förderband. Ein bisschen Automatismus kann schon sein. Du produzierst mir bitte. Und ich weiß, es ist komplett dumm, was ich mache. Aber ich will wenigstens ein bisschen was produzieren fürs erste. Fahrzeugteile, so. Und dann sollten die das liefern und dann sollte da gleich was passieren. Weil dann können wir wenigstens schon mal ein paar Sachen machen, bis wir die neuen Maschinen haben, wieder alles back on track ist. Und dann stehen wir gut da. So. Hin sind die ersten Teile drin. Hier ist auch schon etwas drin. Und wir haben vor allem wieder was auf Lager. Das finde ich auch schön. So. Dann muss ich Glas kaufen. Na, warte mal, das war's hier. Einfach mal 320 ausverkauft. Oh, schön. Ich würde sagen, die ersten großen Bagger gehen echt wirklich und die ersten großen Maschinen mal in die Eisenmine fürs Erste. Mit Kupfer kommen wir gut hinterher, vor allem mit der Verstärkung. Das geht ja hier, kann ich ja hier nirgends machen, ne? Hier kann ich nicht irgendwie sagen so, yo, brenn mit Säure durch. Ich habe aktuell für Säure keinen anderen Verwendungszweck, außer ja im Mischer noch für Mischglas. Da will ich aber den Prozess aufbauen. Und ansonsten kann ich es nur wegdumpen. Bedeutet, da bin ich auch wieder am Limit. Yes, hier kommen die ersten Teile rein. Wie viel brauche ich für ein Fahrzeug? Der neuen Klasse. Die neue Baggerklasse. 80 Stück. Okay. Das habe ich wohl massiv unterschätzt. 80 Stück ist heavy. 80 Stück, aber warte mal. Wie viel machst du hier? 6 Stück pro Minute bedeutet. Das ist eine ganze Folge, bis wir hier eine Maschine bauen können. Ja, vielleicht lasse ich das mal ein bisschen laufen. Bis zum nächsten Mal, weil. Okay, vielleicht ist das auch da. Deaktivieren mal das hier. Weil wir haben jetzt 170 auf Lager. Sehr gut gelaufen. Ist jetzt leider echt so, dass wir ewig lang warten müssen. Oh, wir sind schon bei 20, ja, das ist... Es geht schon irgendwie. Wie viel braucht ein großer LKW? Braucht 40. Okay, der ginge schneller. Ein Lastwagen. Wie gesagt, wir müssen irgendwann das Ganze hier gegen das neue austauschen. Der große Baum ernt da. Aber wie viel brauchen denn die im Gegensatz zum alten? Okay, das Doppelte. Oh. Eins. Und der braucht 2,3. 0,8 auf 1,8. Respekt, du. Das wird ein Energieverbrauch des Todes. Wie gesagt, ich muss eigentlich auch irgendwann schauen, dass ich die Produktion nach hier drüben schleife, hier irgendwo anschließe, dann das verbinde. Also eigentlich müsste ich, ja, ich müsste, wenn das hier alles ist, rein theoretisch vielleicht von der Seite neu anfangen, hier einen Rohstoffeingang für Sachen rein und dann raus. So, warte mal. Dann kann ich hier einen Bagger abziehen und noch einen LKW und die der Eisenmine zufügen fürs Erste. Vielleicht dumm, aber
Wenn Kupfer gerade so gut läuft, ja, dann stehen wir eh gleich da. Wenn wir gleich da stehen, dann können wir es auch lassen. LKW, komm. An. Und produzieren. Wie pausiert... Und ich hätte es gerne auf einer höheren Prio jetzt gerade. Ich will noch schnell in der Folge wenigstens den fertig haben. Okay? Versteht mich. Ich habe darauf Bock gerade. Wie schaut's aus? Haben sie es schon abgeholt? Yes, sie haben es abgeholt. Liefert alles, was benötigt wird. Sollte ja nicht so schwer sein. Wo bleibt das Zeug, Leute? Lieferung. Zack, 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 zack. Irgendwie interessiert es keinen. Die fahren alle so nupp. Leute, fühlt sich irgendjemand verantwortlich für das Ding? Weißt du was? Ich mache eine Schnelllieferung. Scheiß drauf. Ich will diesen LKW sehen. Ich will wissen, wie groß der im Gegensatz zu den alten ist. Come on! Show yourself! Komm! Komm! Wo ist er? Da kommt er! Oh ja, der ist um einiges größer und der kriegt auch gleich mal den Auftrag, hier schnell reingefahren zu werden. Der kann wahrscheinlich von mehreren Baggern gleichzeitig verwendet werden. Oh ja, die. Oh, ich glaube, wir sind jetzt dann auf dem Grundgestein angekommen. Wie viel kann der laden? 60 im Gegensatz zu 20. Ah, das Dreifache! Ja, das lohnt sich ja easy. Wie tief habe ich hier gesagt, dass wir buddeln? Ja, okay, ich glaube 1,6 können wir noch machen, dann sind wir wirklich auf Grundgestein gestoßen. Vielleicht sollten wir es sogar bei der aktuellen Höhe lassen. Und hier mal einen Grat drüber graben anfangen. Und langsam die Mine ausnehmen. Das scheint eine gute Höhe zu sein aktuell. Alter, der schluckt das Zeug. Der schluckt das Zeug. Oh, geil. Schau dir an, wie der schluckt. Schau dir den Größenunterschied an. Nicht genug. Oh, oh, oh. Oh, oh. Weil Sachen fehlen. Dann pausieren wir alles andere wie das aktuell. Das pausieren wir auch fürs Erste. Dich pausieren wir auch. Dann sollte alles straight durchlaufen. Mit dem neuen tun wir schön auffüllen, denke ich. Dann sollte auch die Wartung wieder laufen anfangen. Liefert dem das Zeug, ja, wir brauchen's. 17%. Uiuiuiui, Junge. Wir brauchen nur eine Lieferung, eine gute. Die pausieren wir. Alles fürs erste Mal auf die Wartung. Ich hoffe, dass wir es so ein bisschen aufhalten können. Ja, 9. Es kämpft gegen. Komm schon. Do it. You can do it. Die neuen Lieferungen kommen jetzt. Everything we need to do. Die müssen halt immer warten, bis was kommt, ne? Das ist wieder so ein bisschen das Problem dran. Aber langsam wird's. Na gut, Leute, aber ich würde sagen, bis zum nächsten Mal hat sich das wieder ausgeglichen. Ich schaue, dass ich das so ein bisschen unter Kontrolle habe und halte. Aber mit dem aktuellen Durchsatz sollten wir langsam wieder auf die Touren kommen, wo wir hin müssen. Eisen und Stahl wird wieder produziert und die Zahl steigt langsam und stetig. Und ich denke, das wird auch der Weg sein, den wir to go haben. Ich glaube, wir können hier auch zum Beispiel das hier nochmal upgraden. Und dann sollten bestimmte Lieferungen einfach flotter gehen. Für die Route machen wir das jetzt mal.
Aber Leute, wie gesagt, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.